ein bestaufgelegter Tim Dahlhaus direkt nach dem Spiel bei uns, 33-27. Tim, klasse Leistung, vor allem in der zweiten Halbzeit. Was hat der Hannes euch in der Halbzeitpause gesagt? Ihr seid ja wie die Feuerwehr in die zweite Halbzeit gestartet und habt das Ding nochmal umgebogen. Ja, im Grunde waren keine großen taktischen Ansagen notwendig. Es war einfach das Thema weiterzumachen. Wir haben super gespielt. Wir haben eigentlich eine gute Deckung hingestellt. Haben uns zwar am Anfang mit der Offensiven ein bisschen schwerer getan, sind dann zurückgegangen in die defensive Abwehr. Hat meiner Meinung nach gut funktioniert und ich finde, wir waren gut mit einem hinten, aber trotzdem war es eine gute Leistung, auch in der ersten Halbzeit. Deswegen hieß es einfach nur weitermachen, dranbleiben, vor einem Angriff geduldig bleiben und das war es eigentlich schon. Ja, jetzt vielleicht ein Satz von dir selber zu deiner eigenen Leistung. Du hattest ja ebenso wie der Paco eine relativ schwere Schulterverletzung. Hast lange Zeit gebraucht, bis du wieder auf dem Weg nach oben warst. Das war jetzt heute sicherlich eines der wahrscheinlich besten Spiele in den letzten Wochen. Wie viel fehlt noch 100% Tim Dahlhaus? Die Endfrage habe ich dem Paco schon gestellt und der Paco hat gesagt, ein bisschen schon noch. Aber wenn man heute sieht, 5 Tore und war schon wieder der alte Dahlhaus, ja, zumindest zeitweise zu. Naja, also ist richtig, nach in der Vorbereitung Nase gebrochen, Schulterverletzung, war natürlich kein geiler Start dieses Jahr. Ich habe viel investiert, um wieder hier zu sein, wo ich jetzt bin. Und bin jetzt auch froh, dass ich wieder langsam rankomme. Da fehlt sicherlich noch einiges. Aber ich glaube, die Mannschaft gibt mir Zeit. Ich kann mich in Ruhe wieder ranführen lassen. Und wie man sieht, wenn ich heute meine Chancen kriege, wenn ich geduldig bleibe, wenn ich vorne und hinten spielen kann und auch einen gewissen Rhythmus reinkriege, dann kann ich auch wichtig sein. Ja, jetzt habe ich sogar noch ein Tor unterschlagen. 6 Treffer waren es bei dir. Frechheit, glaube ich. Danke dir, Tim. Ich wünsche dir und der Familie einen guten Rutsch. Danke ebenso. Pass auf den Hund auf, aber ich glaube, der hat dieses Jahr ruhig Bester. Ja. Und dann sehen wir uns im neuen Jahr. Vielen herzlichen Dank, Tim Dahlhaus. Danke auch. Ja, ganz einfach wollen wir es natürlich nicht machen. Aaron Edwardson, unser Torhüter beim Interview. Ja, Aaron, zur Halbzeit 13 Gegentore. Ich denke, das war deutlich besser als beim Auswärtsspiel in Dessau. Man hat es beim Livestream gesehen in Dessau, du warst überhaupt nicht zufrieden. Heute, vor allem in der zweiten Halbzeit, denke ich, warst du mit einer Abwehr auch zufrieden. Und das Torhüterspiel hängt ja auch sehr, sehr stark von einer guten Abwehr ab. Wie ist dein Fazit nach dem Spiel? Ja, also gegen Dessau war natürlich alles richtig schlecht und die Leistung war natürlich richtig, richtig schlechter. Aber heute, ja, erste Halbzeit war. Also wir haben nicht schlecht gespielt, war ein paar Bälle, ich könnte einfach halten und dann sind wir vielleicht 1-2 Tore vorne in der Halbzeit, aber dann haben wir in der Halbzeit zusammengesprochen und war ein bisschen mehr kompakt in die Abwehr in der zweiten Halbzeit und macht so viele einfache Bälle für mich, also auch ein paar drei Bälle natürlich, aber das hilft natürlich die Abwehr, wenn ich ein paar Freibälle hält und dann kommt so ein bisschen mehr Sicherheit in die Abwehr und und dann haben wir einfach weiter gelaufen und haben die Ball hat gut gelaufen vorne und hat einfach viele einfache Tore gemacht und das war ja sehr schön. Ja, Aaron, jetzt habe ich beim letzten Heimspiel mit Hannes über das Essen an Weihnachten gesprochen. Und der Hannes hat mir erzählt, es gibt in Island kein spezielles Gericht wie jetzt hier in Deutschland zu Weihnachten. Nee. Kartoffelsalat, er hat Rinderfilet an Weihnachten gehabt. Was gibt es bei Edwardsons an Silvester zu essen? Bei Silvester haben wir Turkey. Ich und meine Frau haben Turkey. Also ihr habt letzte paar Jahre, da heißt Pute, oder? Pute. Ja, Pude, ja. Letzte paar Jahre haben Pude gegessen und das machen wir nochmal hier in Deutschland auch. Wunderbar. Aaron, auch dir wünsche ich einen guten Rutsch ins neue Jahr. Bleib gesund und munter und dann rollen wir in der nächsten Runde bzw. in der Rückserie dann im neuen Jahr das Feld ordentlich von hinten auf. Vielen herzlichen Dank, Aaron, und grüß deine Frau. Danke.